Herzlich willkommen zu unserer Reihe Vorlesezeit bei der Knielinger Pfarrgemeinde. Mein Name ist Sonja und zusammen mit anderen lesen wir in dieser Adventszeit jeden Tag ein Kapitel aus dem Buch 24 Mal Weihnachten neu erleben. Für alle, die das Buch nicht mehr bekommen haben, die nicht so gern selber lesen oder die sich einfach gerne vorlesen lassen. Heute ist das Kapitel 7 dran. Und das Thema von der Woche ist Glaube als Geschenk. Tag 7, Knecht Ruprecht. Sind sie schön artig gewesen? Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur. Die Schlechten, die trifft's auf den Teil, den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draußen, vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hier innen find, sind's gute Kind, sind's böse Kind. Sicher haben Sie einige Zeilen dieses Gedichts von Theodor Storm gleich erkannt. Das Gedicht stammt aus dem Jahr 1862. Knecht Ruprecht beschreibt hier seine Tätigkeit im Dialog mit dem Christkind. Die bekannten Anfangszeilen des Gedichts »Von draus, vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr« werden bis heute oft in der Adventszeit rezitiert. Vielleicht mussten sie es in der Schule auswendig lernen oder Opa und Oma haben auf einen Vortrag ihrerseits bestanden, bevor es an die Bescherung ging. Es handelt von Knecht Ruprecht, dem spätmittelalterlichen Kinderschreck, der die Eltern in ihrer Erziehung dahingehend unterstützte, dass er Kinder zur Frömmigkeit mahnte. Er kommt als Gehilfe des Nikolaus oder in manchen Gegenden auch allein, am Vorabend des 6. Dezember, um die Kinder zu Hause zu besuchen. Während der Nikolaus dabei meist eindeutig positiv besetzt ist, er ist schließlich der Beschenkende, erscheint die Person, die ihn begleitet, oft als der weniger freundliche Gegenspieler, der die unartigen Kinder mit der Rute züchtigt. Das Schreckensbild von Knecht Ruprecht zeichnet einen alten Mann in einem dunklen Filzmantel, der sich mit der einen Hand auf einen Wanderstock abstützt und in der anderen Hand eine Rute trägt. Dieser düstere Spielverderber unterscheidet bei seinem Besuch die guten von den bösen Kindern. Wer hat sich an alle Regeln und Gebote gehalten? Und wer war den Eltern auch immer schön gehorsam? Der wird belohnt, während die ungehorsamen Kinder für ihr Fehlverhalten bestraft werden. Ein ruprechtsches Gottesbild. Interessanterweise gleicht das Bild, das sich manche Menschen von Gott machen, eben dieser strafenden Person. Nun, jeder Mensch, der an die Existenz Gottes glaubt, hat auch eine gewisse Vorstellung von Gott. Und dieses Bild, das er sich selbst zeichnet oder das ihm durch seine Prägung, seine Eltern oder Mitmenschen übermittelt wurde, hat letztlich enormen Einfluss auf seinen Glauben, sein Denken und schließlich sein Handeln. Die Art und Weise, wie wir glauben, ob es sich um einen positiven und fröhlichen oder einen geknechteten Glauben handelt, hängt also unmittelbar damit zusammen, wie wir Gott sehen. Schauen wir uns einmal das oben gezeichnete, ruprechtsche Gottesbild an. Wer sich Gott als strafende Figur vorstellt, stets mit einer Rute bewaffnet, um Fehler umgehend zu maßregeln, der wird nur schwer eine vertraute und liebevolle Beziehung zu ihm erleben. Schlimmer, der eigene Glaube kann letztlich sogar zur Qual werden. Das gegenteilige Bild vom lieben Gott, stets geduldig und freundlich, den viele aus ihrer Kindheit kennen, erklären wir im Laufe unseres Lebens zum Mythos. Erinnern Sie sich an das Kindergebet, »Ich bin klein, mein Herz ist rein«, niemand soll drin wohnen als nur Gott allein. Bei diesem fast kindlich anmutenden Bild
verliert Gott in der harten Realität des Erwachsenwerdens jegliche Bedeutung. Er wird infolge mancher Enttäuschung oft durch negative Bilder ersetzt. Was für ein Bild haben Sie von Gott? Der strenge Richter. Viele, mitunter auch tiefgläubige Menschen, sehen in Gott einen strengen Richter, der sich leicht zum Zorn reizen lässt und aus weiter Distanz über die Einhaltung seiner Gesetze wacht. Er beobachtet dabei den einzelnen Menschen ganz genau, um sich auch ja keinen Fehltritt entgehen zu lassen. Jeder Verstoß gegen geltendes Recht ist umgehend streng zu verurteilen. Hier fällt Ihnen vielleicht auch das leicht verstörende Kinderlied ein: Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Nach Ruprechtscher Manier züchtigt er diejenigen mit der Rute, die nicht nach seinem Willen leben oder sich seinen Gesetzen beugen. Er unterscheidet zwischen den Guten und den Bösen, rechnet ihre Taten auf und teilt ihnen dementsprechend ihren Platz in der Ewigkeit zu. Gemäß ihrem Handeln zu Lebzeiten blicken sie also freudig gen Himmel oder zitternd Richtung Fegefeuer. Ein Resultat dieses Gottesbildes kann beispielsweise die innere Überzeugung sein, dass Leid eine Strafe für die eigene Abwendung von Gott ist oder für die Übertretung bzw. Vernachlässigung seiner Regeln. Der alte Mann. Manche Menschen sehen Gott als phlegmatischen alten, vielleicht senilen Greis, der im Himmel thront und von dort aus das Geschehen hier auf Erden betrachtet. Er ist uns fern und kann oder will nicht in das eingreifen, was er hier zu sehen bekommt. Die Menschen sind ihm egal. Er hat sie ihrem Schicksal überlassen. Er hört sie nicht oder verschließt absichtlich seine Ohren. Ihre Gebete und Hilferufe verhallen irgendwo zwischen Himmel und Erde. Der Zyniker. Fataler als Gleichgültigkeit ist nur noch, wenn Menschen Gott als einen Zyniker betrachten, der sich gar am Leid der Menschen erfreut. In einem Interview beschrieb der Publizist Henry M. Broder Gott einmal mit folgenden Worten: Gott ist böse, gemein, hinterhältig, zynisch, unmoralisch und vor allem ein Sadist. Er hat viel mehr zugelassen als einen Holocaust. Er hat Kambodscha zugelassen. Er hat den Völkermord an den Armeniern zugelassen. Er hat Ruanda zugelassen. Er hat Srebrenica zugelassen. Er lässt ganz vieles zu. Ich denke, er macht öfter eine Pause, guckt herunter und hat seinen Spaß daran, wie sich die Kinder, die ihm zugedichtet werden, gegenseitig massakrieren. Diese Auflistung ist gewiss nicht vollständig. Sie repräsentiert drei verbreitete Negativbilder. Vielleicht haben Sie dennoch Ihre eigenen Gedanken in einem dieser Bilder wiedergefunden. Damit wären Sie nicht allein. Denn viele Generationen oder stille Postspieler sind mit einem solchen oder ähnlich negativen Gottesbild aufgewachsen. Schließlich war es nicht zuletzt die permanente Angst vor einem strafenden Gott, der mit dem Fegefeuer droht, die uns zu den dunkelsten Stunden der Geschichte des Christentums führte. An dieser Stelle möchten wir Ihnen Mut machen, Ihr eigenes Gottesbild einmal zu überprüfen. Es ist keine leichte Aufgabe, Gedanken, die wir vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte kultiviert haben, über Bord zu werfen. Figuren aus Stein oder Edelmetall lassen sich da vergleichsweise einfach zunichte machen.
Unsere inneren Bilder aber sind nicht so leicht zu zerstören. Untersuchen wir also das Gottesbild in uns. Bedarf es auch einer Betrachtung des biblischen Gebots, dass wir uns kein Abbild von Gott machen sollen. Womit wir in einem Dilemma stecken. Wie können wir uns Gott vorstellen, ohne uns ein Abbild von ihm zu machen? Nun, sich gemäß dem zweiten der 10 Gebote kein Bildnis zu machen, hat seinen guten Grund. Denn um uns Gott als unsichtbares und geistiges Wesen überhaupt vorstellen zu können, reduzieren wir ihn ganz automatisch, ob es uns bewusst ist oder nicht, auf uns bekannte, menschliche und damit nachvollziehbare Maßstäbe. Wir wollen ihn verstehen, berechenbar machen, ihn mit unseren Kategorien und Parametern messen. Das ist ganz normal, denn wir Menschen brauchen unsere Ordnungssysteme, in denen wir unser Gegenüber einsortieren. Dieses sprichwörtliche Schubladendenken kann bei Gott jedoch zu verhängnisvollen Fehleinschätzungen führen. Denn Gott ist größer und mehrdimensionaler als das, was wir mit unserem Verstand zu begreifen in der Lage sind. Gott ist mehr, als wir uns vorstellen können und weit mehr als das, was wir sehen. Bilder jedoch sind lediglich Projektionen. Sie sind Annahmen und keine Tatsachen. Und vor allem sind Bilder starr. Denken Sie an ein Ölgemälde in einem Museum. Niemand käme auf die Idee, etwas an der Darstellung zu ändern. Aber natürlich helfen uns Anhaltspunkte. Ja, wir brauchen sie sogar. Um mit Gott überhaupt in Beziehung treten zu können, wollen wir wissen, wie Gott ist und auf wen wir uns da einlassen. Wir wünschen uns, denjenigen zu erfahren, der uns gegenübersteht, dem wir auf einer Beziehungsebene begegnen. Und es stellt sich uns die Frage, was können wir tun, um diesen Gott kennenzulernen? Die Antwort ist so einfach wie genial. Auf zu neuen Bildern. Wir können uns Jesus anschauen. Denn Gott kam an Weihnachten auf die Welt, um uns zu zeigen, wie er wirklich ist. Er offenbarte sich in seinem Sohn Jesus Christus dieser Welt. Jesus lebte unter uns als wahrer Mensch und wahrer Gott. Er teilte sein Leben mit anderen Menschen, lehrte sie und offenbarte ihnen seine Sicht auf Gott, den Vater. In Jesus haben wir ein Gegenüber, das wir als Menschen verstehen können. Er wurde für uns ein Gott zum Anfassen. Wenn wir uns also auf die Reise machen, Jesus besser kennenzulernen, werden wir mehr und mehr über das Wesen Gottes erfahren. Jesus sagte selbst: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und damit liegt der Ausweg aus diesem Dilemma an Weihnachten in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. In seinem Sohn kam Gott uns Menschen nahe. Er hat in ihm unter uns gelebt. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir, was Gott wichtig war, was ihn bewegte, wie er in verschiedenen Situationen reagierte und vor allem, wie sein Charakter war. Darüber hinaus hat Jesus zu den Menschen viel über das Wesen Gottes gesprochen. Er malte neue Bilder von Gott, indem er nämlich in Gleichnissen sprach. Gleichnisse sind kurze, bildhafte Erzählungen, die einen Gedanken durch den Vergleich mit einer anschaulichen Handlung verständlich machen wollen. Fast vergleichbar mit einem Knecht Ruprecht-Gedicht. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, beschrieb er Gott als den liebenden Vater, der nicht die Bösen bestraft, sondern sich freut, wenn sie umkehren und nach Hause kommen. Diese Geschichte und das damit übermittelte Bild von Gott kennen Sie natürlich, spätestens aus dem Vater Unser. Mehr dazu finden Sie im Kapitel 12 unseres Buches. Aber wussten Sie schon, dass er Gott in Matthäus 20, Verse 1 bis 16 auch mit einem Winzer vergleicht?
Aufgrund seiner Unternehmensphilosophie wäre er heutzutage wahrscheinlich als sozialer Unternehmer bezeichnet worden, weil er mit kreativen Lösungen zu positiven Veränderungen seiner Gesellschaft beitrug. Im Gleichnis ging der Weinbergbesitzer früh morgens raus, um für die Ernte Arbeiter anzuwerben. Die ersten kräftigen Männer wurden für einen ausgemachten Lohn engagiert. Und nach einigen Stunden zog er erneut aus, um weitere Arbeiter einzustellen. Mit ihnen vereinbarte er den exakt gleichen Lohn, sowie auch mit den Lohnarbeitern seines dritten und vierten Einstellungsgesuchs. Wo bleibt denn hier die Gerechtigkeit, wenn alle denselben Geldbetrag bezahlt bekommen, trotz unterschiedlich geleisteter Arbeitsstunden, mögen Sie sich fragen. Nun, dazu müssen Sie wissen, dass Lohnarbeiter zur damaligen Zeit natürlich keine Arbeitsverträge hatten, die ihnen ihr immer stets gleiches Gehalt, auch bei Ausfällen wie Krankheit, sicherten. Nein, Lohnarbeiter mussten jeden Tag neu Ausschau halten, für den Tag eingestellt zu werden. Wer also Erntehelfer suchte, ging zum Lohnarbeiterportal und suchte sich seine Männer aus. Bevorzugt wurden natürlich die besonders stattlichen, kräftigen Männer für die körperlich anstrengenden Aufgaben. Die Stärksten waren zuerst weg und übrig blieben die Schwachen, kranke Männer mit Behinderung, unterernährte oder anderweitig benachteiligte Männer. Doch diese hatten mitunter auch Familien zu ernähren. Einige hatten Eltern, Frau und Kinder oder weitere Angehörige zu versorgen. Und bekamen sie keine Arbeit, konnten sie sich kein Essen leisten, wurden immer schwächer und wurden wiederum nicht für Arbeit angeheuert. Ein Teufelskreislauf. Und jetzt kam dieser Winzer in dem Gleichnis kurz vor Feierabend und schaute sich an, was auf dem Arbeitsmarkt übrig geblieben war. Und was machte er? Er nahm diese Männer, die sonst niemand wollte, mit in seinen Weinberg und zahlte ihnen am Ende denselben Betrag aus, den er mit allen anderen auch vereinbart hatte. Stimmt, er entlohnte nicht nach erbrachter Leistung, aber er gab denen wieder einen Wert, die in der Gesellschaft nichts galten. Er war bereit, in die Schwachen zu investieren, auch wenn das für ihn effektiv Verlust bedeutete. Und plötzlich erhält dieses Gleichnis, mit dem Jesus Gottes Wesen und sein Herz zu beschreiben, versucht, eine ganz neue Dimension. Jesus malte mit Gleichnissen wie diesen bewusst Bilder aus der damaligen Lebenswelt, die die Menschen kannten. Seine Zuhörer wussten um die Not der Lohnarbeiter und sie verstanden die Güte des Winzers, mit der er den Schwachen begegnete. Ein starkes Bild für den Charakter Gottes. Das beste Bild ist live. Mit zunehmender Qualität von Handyfotos begegnen uns auch zunehmend Warteschlangen vor den Fotoautomaten in den Drogeriemärkten. Vor allem in der Weihnachtszeit werden diese immer länger, da der Fotokalender ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk ist. So erhält im neuen Jahr auch unsere Oma ausreichend Einblicke über unsere Erlebnisse, die Entwicklung unserer Kinder und die schönsten Urlaubsmomente. Hinzu kommt, dass der Ausdruck von Fotoabzügen heute deutlich einfacher und günstiger geworden ist, vergleicht man ihn mit der Entwicklung von Filmen noch analoger Kameras. Fotos sind schön und sie geben immer auch ein Stück der Realität wieder. Der Volksmund beschreibt dies so: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Aber ein Bild ist eben auch nur ein Ausschnitt der Realität. Kein Bildnis dieser Welt
kommt gegen ein echtes Erlebnis an. Es ist etwas ganz anderes, ob man selbst einen Gipfel erklommen hat, das Gefühl, es geschafft zu haben, im Bauch spürt, während man beim Blick in die Weite die Luft über den Wolken riecht, umgeben von einem Panorama, das einen von den kaputten Füßen haut, oder ob man nur das strahlende Lächeln des Bergsteigers am Gipfelkreuz im Monat August des Fotokalenders ansieht. Im Glauben geht es nicht nur darum, alte Bilder loszulassen und neue zu suchen. Gott verspricht in der Bibel, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Suchen Sie nicht nur ein neues Bild von Gott, sondern suchen Sie nach Gott selbst und wagen Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit diesem Gott. Steigen Sie selbst auf den Berg. Lassen Sie sich darauf ein, Gott neu zu erleben.